Hey ho, hallo Freunde. Ja, ich muss euch mal ganz kurz was erzählen. Mir ist gerade was passiert und ich finde das gerade total lustig gerade. Also ich persönlich finde das lustig. Ich habe also ein bisschen so einen rabenschwarzen Humor an meiner persönlichen Seite. Ne, da ist er. Seht ihr nicht? Ist nicht im Bild drin. Aber Freunde oder Leute, die mich kennen, die wissen, ich kann ein kleiner, fieser, gemeiner Hund sein. Und dementsprechend manchmal auch meine Gedanken so ein bisschen konfus und sagen sich, ja, genau. Und zumindest ist mir gerade was passiert. Und zwar, ich bin gerade beim Autofahren, ich muss ein bisschen nach unten gucken, Kameras unten. Hallo erstmal. Ist mir gerade was passiert. Es gibt ja, ich sag mal so, jeder Mensch hat zu Hause Müll umherliegen. Ja? Sei es Plastikmüll, Normalmüll, Papiermüll, Biomüll, und einfach also Müll. Sorry, jetzt fahre ich da hinterher drum. Hat jeder von uns zu Hause rumliegen und muss den natürlich auch mal wegbringen. Haushaltsmüll kann je nachdem, was natürlich drin ist, auch ein bisschen schwerer und leichter sein. Ist ja rein logisch und rein klar. Ja, was man natürlich macht, man muss den Müll nehmen, aus dem Mülleimer und bringt ein großes Container. Kenn ich, habe selber gehört, habe meine Eltern verhindert. Mir ist gerade ein Auto, sieht aus wie von meinem älteren Auto. Außerdem mein älteres ein HO-Kennzeichen. Kenn ich selber. Ich habe ja auch logischerweise einen Haushalt zu führen, wo Müll erzeugt wird, Kleinmüll, Großmüll und so weiter. Ich muss das jedes Mal vom fünften Stock runterschleppen bis runter zum Container. Und das ist dann wirklich schon schwer und belastend. Ja, da denkt man natürlich manchmal, man müsste doch groß, stark sein, ein Superheld. Oder? Deswegen gibt es auch bald wieder die zweite Staffel 30 Tage Sport. Die kommt dann noch, wird dann noch gedreht. Noch war nicht bei gewesen, noch kein Zeit für gehabt, aber er kommt dann noch. Und da müsste man denken, normalerweise müssten ja Leute, die so ein, also Männer, die so eine dicke Brust haben, ne, so gefühlt so eine Oberarme haben, wir müssen so einen Sack ja hier aus dem Fenster rausschmeißen, mit Drill noch am besten drin und gleich Container reinwerfen können. Vor mir, gerade auf dem Weg zum Auto, ging so ein Mann mit einer Familie, hat eine Frau, zwei Kinder, ich finde zu viele Details erzählen, kommt eine, und holt der vielleicht einen großen Wohnraum her. Ich weiß nicht, wie stark Bodybuilder heulen können, wortwörtlich. Man wird immer Bodybuilding, heißt es immer wieder allgemein, manche, die wirklich nur pumpen, ja, haben zwar so ein Kreuz, können 80 Kilo und mehr stemmen, mehr als 80 Kilo stemmen, haben aber dafür einen, der kann ziehen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich kenne keinen Bodybuilder persönlich. Und ich weiß auch nur, das ist Privaterfahrung, das sieht man oft genug im Fernsehen, manche Bodybuilder, ich rede nicht von den Strongmans, das ist eine ganz andere Kategorie, sondern richtige Bodybuilder. Ja? Die gehen dahin, pumpen sich 10.000 Kilo Muskeln auf, aber läuft sie mit dir mal zwei Meter spazieren, machen durch den sind schnell K.O. Dieser junge Mann, der ist wohl Bodybuilder oder anfangs Bodybuilder, keine Ahnung, was er sein mag, hat zumindest einen wohltrainierten Körper, soweit man es erkennen konnte. Weil dickere Oberarme, ne, dicke, wirklich, also der hat die Frau ja fast gar keine Gesichtslinie gehabt, dicke Brüste und so weiter, schleppt, ne, der eine Beutel war durchsichtig, das war so mehr so ein bisschen Plastikmüll, das andere war Hausmüll, aber der Hausmüllbeutel war nicht wirklich voll, Plastikmüll hat der gar kein Gewicht eigentlich, und Hausmüll ist gar nicht voll gewesen, so wie es aussah, schleppte die beiden Tüten runter. Die Tochter musste Platz machen, hat Mama gesagt. Mama, Platz für den Papa. Der Papa quält sich, trotz Bodybuilder. Und ich finde es immer wieder so lustig. Ich finde immer so lustig und süß. Der Papa, trotz Bodybuilding-Körper, quälte sich mit diesen zwei Säcken umher. Der hat gekeucht, Freunde. Sag nur so, der hat, ja, aber hol mal ruhig. Ich 50er Marzone, aber ist egal. Der stand vor mir und ich dachte immer, oh nein. Ich finde das immer, ich persönlich finde immer so lustig, wenn es irgendwo Bodybuilder gibt, die sich so einen Körper antrainieren, dann am Strand und vor den ganzen Mädels so, oh, guck mal meinen Körper an, wunderschön und durchtrainiert. Und dabei weiß man, wenn die Frau schon mal, ich sag mal so, wenn die Frau mit so einem Typen Sex haben will, nach zwei Minuten sagt er, ich kann nicht mehr, du musst weitermachen. Das war gerade genau so ein typisches Beispiel wieder. Typisch Bodybuilder, den Körper hochtrainiert, auf schick trainiert,
übertrieben hoch trainiert. Na, ich habe jetzt gegen meinen Körper ein bisschen trainiert, ein bisschen steht, mache ich ja jetzt auch. Zwei Stunden bekommen hinterher. Geht ja nur, damit mich mein Körper vielleicht ein bisschen besser zeigen kann, wie auch immer. Aber andere Leute, die wünschen mir ihren Körper hochtrainieren, um so ein Paket an Muskeln mit dem Spazieren zu tragen und im Nachhinein aber nicht viel mehr können. Na, die können zwar mal dann hier so 5 Milchkartons auf einmal hochheben, wo ich sage, nee, das schaffe ich nicht, sorry, das geht über meine Kondition hinaus. Aber dafür machen die es nur 1-2 Mal und danach Pause. Ich wollte es noch mal gerade mal erzählen. Also draußen gerade aktuell passiert, ein Bodybuilder, ein wahrscheinlicher Bodybuilder, so wie der aussah, normale Menschen sehen so nicht aus, ein wahrscheinlicher Bodybuilder trägt 1,5 Müllsack, wovon ein Müllsack ein gelber Sack war, zum Müllcontainer hin, ich weiß nicht, welchen Stockwerk er kommt, ist auch scheißegal, und er ist danach schon mächtig am Keuchen. Ich finde so eine Szene immer wieder lustig. Ja, davon sage ich auch, wenn ihr mal einen Bodybuilder seht und der Bodybuilder droht euch an, haut mal deine Fresse, du kleiner Spacko, sag doch, okay, mach doch, fang mich doch. Sag doch mal wirklich zu ihm, fang mich doch und lauf vor ihm weg. Mal gucken, wie lange ihr laufen könnt, müsst, bis der Bodybuilder irgendwo stehen bleibt und sagt, ich brauche mal Luft. Warte mal, Kollege, ja? Man soll niemals Athletik unter hier Dings machen. Ne? Ich sag mal wieder, auch bei der WWE, World Wrestling Entertainment, das sagt schon der Name, Entertainment, Unterhaltung, ne? Das sind alles mehr oder weniger hochtrainierte Superstars. Wenn du dir manche Wrestler anguckst, ich nehme jetzt ein direktes Beispiel, Seth Rollins, der hat hier nicht den dicken Muckipaket auf den Schultern umherliegen, aber der hat eine Wahnsinnskondition. Und das ist der Unterschied zwischen einem normalen Bodybuilder und einer anderen Person, die nur die Kondition trainiert. Die Person, die nur die Kondition macht, die hat natürlich nicht so viele Muskeln. Vielleicht ausweichen ein bisschen, Mädchen. Na gut. Diese Person hat nicht ganz viele Muskeln, logischerweise, aber hält, ich sag mal, mindestens im WWE-Ring oder auch in der Realität, in der wirklichen Welt, doppelt so lange aus, wie einer, der wirklich nur auf Muskeln pump, pump, pump und ich bin der Berg. Ja? Das ist auch so als Hinweis für alle Frauen. Wenn ihr euch wirklich einen Kerl haben wollt, den ihr euch an die Wand nahen könnt, wo alle Frauen sagen, oh, der hübsch, hat der viele Muskeln, und oh. Macht das. Wenn ihr aber einen Kerl haben wollt, mit dem ihr auch was unternehmen könnt, mit dem ihr mal am Strand fahren könnt, mal wegen Beachvolleyball spielen wollt oder keine Ahnung, was eine Frau so für Freizeitaktivitäten alles hat, dann besorgt euch über einen Kerl, der normal gebaut ist oder zur Not auch ins Fitnessstudio geht, nicht sich da den dicken Oberkörper trainieren muss, sondern einer, der meinetwegen 30 Stunden lang auf dem Laufband verbringt, anstatt doch einfach Pressbude. Meine persönliche Meinung, ja, eure Meinung dazu könnt ihr mir auch hinterlassen. Das ist ein spontanes Video gewesen. Morgen gibt es ein Produkttest-Video auf YouTube außerdem. Ja, wie ist eure private Meinung dazu? Was sagt ihr zu Bodybuildern? Und ich würde mir auch gerne von einem Bodybuilder vielleicht, gibt es auch welche auf YouTube, die Meinung hören. Liege ich vielleicht meiner Meinung zu verkehrt? Tun Bodybuilder wirklich nur was für ihren Body machen? Oder sind Bodybuilder auch teilweise von der Kondition trainiert? Bei der WWE, nochmal erwähnt, die WWE, ist es so, man sieht da auch Wrestler, die sind hochtrainiert, körperlich, muskulös, haben aber in der Regel, da muss man mal ganz drauf achten, haben aber in der Regel ein kürzeres Match zu führen oder auszuführen, als diese Wrestler, die wirklich nur auf Kondition trainieren. Die Wrestler, die auf Kondition trainieren, die müssen viel längere Matches machen, als Wrestler, die so eine Berge sind. Ne, siehe jetzt zum Beispiel einen John Cena zum Beispiel, oder früher Ryback, die waren wirklich nur auf Muskulatur trainiert und die waren nach gefühlten 10 Minuten, siehe auch einen Brock Lesnar, ne, die waren nach gefühlten 10 Minuten stehen K.O., die konnten nicht mehr. Ne, die kleinen, so wie Seth Rollins, die laufen dann umher, laufen noch zehnmal um Ring herum und so weiter. Also, meines Erachtens nach ist Bodybuilding eine schöne Sportart. Ich bin davon kein so richtiger Fan, wenn ich manchmal so auf Instagram auch manchmal Bilder sehe von manchen Männern, die dann auch noch den Bauch dazu einziehen, dann so posen,
wo man mal denkt, ey, in der Mitte Strohhalm, ups, ne? Ich will lieber normal trainierte Leute haben. Seth Rollins, Finn Bella zum Beispiel, der hat auch, der macht auch mehr auf Kondition, ist kein reiner Bodybuilder, der macht mehr Kondition. Und oder lieber sowas haben wie Braun Strowman, ja, ein Iron Man, der quasi auch nicht auf Muskeln trainiert, aber Punkt auf dem Handy da vorne, seht ihr gar nicht? Da habe ich einen Punkt auf dem Handy. Auch ein Braun Strowman, zum Beispiel ist auch kein reiner Bodybuilder, das ist ein, ich weiß nicht, wie man die Athleten nennt. Die Leute, die auch LKWs ziehen. Ja? Also die wirklich nicht nur auf Kraft, sondern auch auf Ausdauer trainieren. Die wirklich was zeigen können. Natürlich kann man einen Braun Strowman auch nicht vergleichen mit einem Seth Rollins, ist mir auch klar. Aber wie gesagt, was hat ihr von? Ich habe es gerade nur gesehen, vor der Haustür, ein junger Mann bringt zwei Müllsäcke weg, wovon einer höchstwahrscheinlich nur gelbe Sack war, so wie der aussah. Und ist, wie man gesehen hat, Bodybuilder oder macht ein bisschen Bodybuilding, aber ist nach den zwei Müllsäcken wegbringen schon gefühlt stehend, K.O. Wenn ich manchmal so überlege, ich laufe manchmal zwei, drei Mal, um alle Müllsäcke noch zu kriegen und bin danach selber K.O., dann sage ich, ist okay, fünfter Stock, ne, hoch, runter. Das ist dann nicht ohne, aber nur wegen zwei Säcken aus einem, glaube ich, das ist nur ein vier Parterre-Haus, also vier Stockwerke, nur das Haus, glaube ich. Für einen Laufweg von knappen 2 Metern. Ich dachte, er hat einen Kinderwagen bei sich. Oder? Nee, der hat nur 2 Müllsäcke gehabt und war am Schnaufen. So ein Körper und am Schnaufen. Sogar eure Meinung? Gerne als Kommentar. Und denkt mir dran, abonnieren, teilen. Ab 1000 Abonnenten gibt es, wie versprochen, mindestens ein Gewinnspiel. So, ich bin angekommen im Garten, wo ich hin wollte. Kurz meine Blumen gießen. Gibt ja keinen Regen hier oben im Norden. Ist ja alles trocken. Hier ist ja Wüste. Ja. Abonnieren, teilen. Schön mit Öl, euer Marco Lorenz und bis bald. Und ja, ab 1000 Abonnenten, da spielen wir verletzt außerdem, ab 1000 Abonnenten, gestern vom Videodreh. Ja, gestern hatten wir einen Videodreh mit dem NDR gestern gehabt. Ab 1000 Abonnenten gibt es ein Gewinnspiel, versprochen, garantiert. Also, schön mit Öl, euer Marco Lorenz und denkt dann, abonnieren, teilen. Tschö. Schluck auf. Tschö.